Heute werfen wir einen Blick darauf, wie für mich alles angefangen hat, was meine ersten Platten waren und warum ausgerechnet diese Platten. Mein Name ist Michael Göre und ihr seid bei TV Jungsmusik. Hallo Metals, schön, dass ihr wieder zuschaut. Ich will euch heute in eine dunkle, dunkle Zeit entführen. In eine Zeit, als die Erde noch nach Dinosaurierfurz roch, als es noch kein YouTube gab, kein Spotify, nicht mal Internet. Und zwar in meine Jugendjahre. Ich will euch erzählen, wie ich überhaupt zum Metal kam, was meine ersten Alben waren und wieso. Nehmt euch einen Keks. Nehmt euch ein Bierchen, das wird ein bisschen länger dauern, aber ich glaube, es wird euch vielleicht Spaß machen und wenn man den Statistiken bei YouTube glauben darf, auch für einige von euch eine Reise in eine Zeit sein, die ihr gar nicht mehr kennt. Und alle anderen vielleicht wird es euch ein wenig nostalgisch stimmen. Wir werden sehen. Meine Metal-Karriere fängt ganz typisch an in einer Bibliothek und mit den Peanuts. Wie das? Naja, es geht wirklich weit zurück. 1983 wurde in meiner Heimatstadt Gütersloh eine neue Stadtbibliothek gebaut und die war ziemlich gut sortiert. Und als kleiner Steppke bin ich da immer sehr gern hingetrabt und habe mich da verlustiert. Also entweder saß ich stundenlang da rum oder ich habe wäschekörbeweise Platten und Bücher und Comics natürlich rausgetragen. Und was ich immer großartig fand, waren die Peanuts. Damals noch in diesen ganz schrecklichen Ausgaben. Und da hat es mir auch Schröder besonders angetan. Ich fand ihn einfach großartig. Er war immer so lässig, hat Lucy immer abblitzen lassen und war in Musik vertieft. Und diese Hingabe fand ich so großartig. Und sein Liebling war ja Beethoven. Und dann habe ich so als kleiner, nerdiger, 8, 9 Jahre alter Bub angefangen, Beethoven und Klassik allgemein zu hören. Ich war nicht besonders beliebt, muss man sagen. Naja, aber wie gesagt, das habe ich halt gemacht. Und dann auch so Sachen wie Wagner, wo wir dann später noch zu kommen, eigentlich, also wenn es zu einer bestimmten Gruppe kommt. Und das war tatsächlich mein erstes so bewusst Musik hören. Also wirklich so wummerige Klassik. Das konnte ja nur in eine Richtung führen, aber es gibt noch eine Zwischenstation. Und zwar wurde immer irgendwie auch mal in, was weiß ich, im Fernsehen oder im Radio oder sowas, wurde immer wieder gesagt, die Beatles wären ja die Beethoven des 20. Jahrhunderts gewesen. Also Lennon McCartney als Komponisten gespannt. Und dann habe ich mit den Beatles angefangen. Also ich war nie wirklich ein Kind meiner Zeit, muss man dazu sagen. Und ja, das war alles ganz schön. Und das war auch richtig gute Musik. Also ich habe am Anfang ziemlich viele aus der frühen und mittleren Phase der Beatles gehört, weil ich war 10 oder 11, da war mir das andere noch ein bisschen zu progressiv. Und ich habe mich auch mal durch Vaters Plattensammlung gewühlt, die nicht spektakulär war, aber so Sachen wie Chicago war schon ganz okay. Creedence Clearwater Revival habe ich erst später zu schätzen gelernt, aber den Sound hatte man schon mal im Ohr. Also da war ich schon mal ganz gut geprägt. Das war okay. Eine Band, die mir dann sehr ans Herz gewachsen ist aus seiner Sammlung, war Electric Light Orchestra. Die hatten so, ja, Disco, Rock, AOR, keine Ahnung, wie man das nennen sollte, aber mir gefiel das. Auf die bin ich aber dann erst sehr spät gekommen. Wir hatten mal irgendeine Dokumentation im Fernsehen geguckt und da surften Leute rum und dazu lief ein Lied. Das fand ich ziemlich cool, das rockte schön und mein Vater fand das auch geil. Und jetzt kommt etwas, was ihr vielleicht nicht mehr kennt. Ich vermute mal, ihr kennt nicht mehr sowas. Wir sind am nächsten Tag in den Plattenladen gegangen und mein Vater hat aus dem Gedächtnis vorgesungen, wie das Lied ging.
Ja, heute hat man für sowas Shazam, früher hatte man Plattenverkäufer und der wusste tatsächlich, was mein Vater meinte, obwohl es keine besonders schöne Gesangseinlage war und ich mich ein bisschen fremdgeschämt habe. Jedenfalls meinte der, ja, das kenne ich, warte, ich hole die Platte für Sie. Der Typ kam wieder zurück mit der Platte, das war Electric Light Orchestra, die Discovery. Und mein Vater wurde ein bisschen bleich und meinte so, Scheiße, die habe ich. Ihm war das jetzt allerdings so peinlich, dass er die Platte dann trotzdem nochmal gekauft hat und mir geschenkt hat. Was ich natürlich super fand, weil es war, glaube ich, auch dann meine erste LP mit Klappcover. Also das Cover sah richtig cool aus, war sehr, sehr geil gemacht. Innen drinnen mit so einer komischen Kamelreiter-Szene, da floh dann jemand mit diesem komischen Frisbee, der das Electric Light Orchestra-Logo darstellt. Das war schon toll und das war coole Musik und das ging schon so ein bisschen Richtung Hard Rock. Das war so die erste Infektion, glaube ich. Aber halt auch sehr harmlos, muss man einfach so sagen. Ich glaube, hier und da hat man in meinem Radio auch mal Queen gehört und gut gefunden, aber da habe ich jetzt nicht irgendwie spezielle Erinnerungen dran. Und ab und zu, also es gab noch ein sehr interessantes Phänomen der Zeit, und zwar so regelmäßig erscheinende Kassettensampler. Top 16, International-Hits hießen die, glaube ich, das war, oder Top-Club-Kassetten oder sowas. Die liefen immer bei uns im Auto. Die kamen einmal im Monat oder alle 2 Monate und darauf waren dann die aktuellen Hits. Das war in den 80ern natürlich unfassbar viel Schrott. Aber da habe ich zum Beispiel auch das erste Mal die Toten Hosen gehört. Und das war ganz cool. Allerdings war es auch immer etwas nervig, wenn man einen Song dann nochmal hören wollte. Spulen auf einem normalen Kassettenrekorder war schon die Hölle auf Erden. Aber in einem Autoradio war das noch beschissener, zumal dann, wir hatten Diesel, der vibrierte sehr schön und verlässlich nach 3 Monaten waren die Dinger im Arsch und man musste die dann stundenlang aus dem Kassettendeck wieder rauspulen. Das waren so meine ersten Begegnungen mit härterem Rock. Und irgendwann kam dann die Phase, wo ich dann meinte, ja, jetzt bin ich auch mal so alt genug, mich mal mit den künstlerischen Phasen der Beatles zu beschäftigen. Das war dann auch so das Ende meiner persönlichen Beatlemania. Dann muss ich so 12, 13 gewesen sein. Schlag mich tot, vielleicht auch schon 14. Da habe ich mir dann das weiße Album gekauft oder zu Weihnachten schenken lassen. Und da war dann Revolution mit Nein drauf und Revolution und Helter Skelter. Hui, das war mal eine ganz andere Hausnummer. Das hat geknallt wie Hölle für damalige Verhältnisse. Und ich habe gedacht, was ist das denn und wie geil ist das denn? Ich habe auch, ich muss sagen, mein Jugendzimmer zu der Musik ziemlich verwüstet. Ich hatte kein sehr großes Zimmer, stand mit Schränken voll und die waren immer irgendwie im Weg, wenn man sich dann zu der Musik bewegt. Und da ging schon mal das ein oder andere Teil zu Bruch. Meine Eltern waren noch nicht besonders happy drüber, aber egal. Musik muss gelebt werden. Und da war dann so der Grundstein gelegt. Also das halte ich wirklich an diesem Song fest. Helter Skelter, da wollte ich echt mal ein bisschen mehr Pfeffer. Den Begriff Härte kannte ich da eigentlich so noch gar nicht. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich will härtere Musik hören. Aber auch so bei den klassischen Sachen, die ich auch immer noch gehört habe, ging es mir auch darum, immer mehr Wumms und mehr Aggression und Gefühl und so. Und ja, ich wusste, mir war bewusst, es gab Musik, die das erfüllte. Und irgendwann in der Schule habe ich mich dann mit zwei Leuten auf meiner Stufe angefreundet, die Kutte trugen. Das waren dann auch zu der Zeit die einzigen, die Kutte trugen. Wir befinden uns Anfang der 90er. Da war das schon ziemlich uncool und verpönt, aber mir war das egal. Uncool ist für mich kein Kriterium, jemanden zu mögen oder nicht zu mögen. Und mit den beiden habe ich mich dann angekumpelt und ich habe ab und zu mal was bei denen zu Hause gehört und so, aber so richtigen Einstieg hatte ich dann noch nicht. Da habe ich dann irgendwann gesagt, Leute, ich will jetzt loslatschen, ich habe mir jetzt einen CD-Player schenken lassen zu Weihnachten. Ich brauche jetzt CDs und ich habe keinen Bock mehr auf diesen Klassikrahmen. Beatles kenne ich jetzt eigentlich alles. Sagt mir doch mal Alben, mit denen ich anfangen kann. Und die beiden haben sich dann hingesetzt und waren eher so in der True-Metal, Speed-Metal-Ecke, so klassische Sounds, und haben mir dann eine Liste gemacht. Und mit der bin ich dann tatsächlich losgestiefelt und habe mir dann entsprechend CDs gekauft. Also es war, glaube ich, tatsächlich ein Einkauf.
Und das war der Beginn meiner Heavy-Metal-Leidenschaft. Und angefangen hat es bei mir mit Halloween. Da hatten sie mir, glaube ich, die Keeper aufgeschrieben, aber die war da nicht da. Und da aber die Live in the UK gab es. Mit einem quietschbunten Cover, was ich eigentlich sehr seltsam fand, weil das eher aussah, als wäre das irgendwie eine Sparkassen-Band, die auf dem Jugendfestival spielt oder sonst was, keine Ahnung. Aber den Namen fand ich schon ziemlich cool, mit E geschrieben, hey, Halloween, das klingt ja schon evil. Ja, man war früher leichter zufriedenzustellen. Und ja, leck mich am Arsch. Das hat mich von Anfang an gleich weggeblasen. Das ist eine sehr coole Konzertaufnahme, auch heute noch, muss man sagen. Es kommt geil die Stimmung rüber und so. Es ist schnell, es ist cool, es ist laut. Und Michael Kiske ist noch dabei und macht komische Ansagen, wo man sich auch denkt, okay, mir war aber auch nicht bewusst, dass das Deutsche waren, insofern, egal. Und das war schon mal geil. Also da habe ich für mich Geschwindigkeit entdeckt, sage ich mal, dass man dass schnelle Musik ziemlich geil sein kann und trotzdem melodiös. Ein anderes Album, was ich mir dann an dem Tag geholt habe, war Iron Maiden, Number of the Beast. Da weiß ich nicht, ob jetzt das Album die Empfehlung war oder einfach nur die Band und ob ich das wegen dem Cover gekauft habe, weil meine Fresse, Iron Maiden. Ich glaube, jeder, der sein erstes Iron Maiden-Album kauft, geht nach seinem Lieblings-Eddie-Cover. Und das war für mich so schön böse, wie er da steht, mit der Marionette, die. Das Höllenfeuer noch in der Hand und so. Es war natürlich grauenhaft gezeichnet von heutigem Standpunkt aus, aber mir war das scheißegal. Damals war das saucool. Und auch das hat mich gleich direkt weggeblasen. Hello be the name, meine Fresse, das war so episch, das war so großartig und so dunkel auch. Also da war ich sofort hin und weg. Halloween fand ich super, aber Iron Maiden war ich instant Fan. Also ich glaube, ich habe das Album einmal durchgehört und wusste danach, ich werde mir alles andere von dieser Band kaufen und ich muss sie live sehen. Ich mu muss das einfach mal erleben. Wie grandios ist das eigentlich bitte? Und die Liebe ist auch bis heute nicht gestorben, auch wenn die neuen Sachen nicht mehr so tolle sind. Aber das ist mal was für ein anderes Video. Auch mit dabei war eine Band aus Hamburg, die auch nicht mehr so abliefert, wie sie mal abgeliefert hat. Und zwar Running Wild hatten mir die Jungs aufgeschrieben. Da weiß ich auch, dass ich nach dem, das, also das ist so viel habe ich noch im Kopf, dass ich auch nach dem Cover gegangen bin. Death or Glory, unfassbar geniales Album. Also für mich eins der besten Metal-Alben, die es jemals gegeben hat, meiner Meinung nach. Kann natürlich auch diese Prägung sein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also meint ihr Sachen, mit denen man anfängt, bewertet man etwas über oder sieht man es vielleicht nicht sogar neutraler, weil man es ja so oft schon konsumiert hat? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Lasst es mich mal wissen, wie ihr das so haltet. Für mich ist Running Wild, Death or Glory eines der geilsten Alben überhaupt. Und das war auch wiederum so ein Ding, Zeitgeist. Mit diesen Schätzen ist man dann nicht zu Hause bei sich geblieben oder sowas, sondern man ist zum Kumpel gefahren. Also wie gesagt, ich kannte dann schon so die ersten. Und wir haben uns mit mehreren Leuten auch immer getroffen und einfach Musik gehört. Das war nicht nur Heavy Metal, also es waren Leute aus unserer Schulklasse, aus der Stufe natürlich. Und man hat sich halt gegenseitig Musik vorgespielt und dann habe ich halt die Running Wild auch mitgenommen. Und ich bin mit jemandem mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ich weiß nicht mal, wie er hieß. Also wir waren jetzt auch nicht so super Freunde, aber wir hatten den gleichen Heimweg. Und dann fuhren wir durchs sommerliche Gütersloh auf dem Fahrrad umher und kam irgendwie auch auf das Cover-Artwork von Death or Glory zu sprechen. Und er war der harten Meinung, wir waren schon in der 7. Klasse oder 8. Klasse, also wir hatten schon Englisch in der Schule gehabt. Er war der harten Meinung, aufgrund des Covers, dass es ja nur sein kann, dass Death der Aufstieg ist und Glory der Fall. Ich habe ihm dann mehrfach darauf hingewiesen, dass das nicht so ist, dass er vielleicht auch mal über den Begriff Glory, Glorie nachdenkt, dass, ob das wirklich so nach Fall klingt oder Tod. Er sagte aber, nee, nee, sonst hätten sie ja die Bilder nicht so gemacht. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er wüsste, was Ironie ist.
Tja, diese Frage ist bis heute nicht geklärt. Er war nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte, aber naja, diese Diskussion werden wir, glaube ich, auch noch in 10.000 Jahren führen, auch wenn wir da schon längst ausgestorben sind. Mit Ironie kann nicht jeder umgehen. Aber egal, das hat mir die Laune nicht geschmälert. Das Album ist großartig, das Cover-Artwork, aufgrund dessen, dass es auch mal so einen goldenen Rahmen hatte und nicht so ein gestandener Ding war. Running Wild, Death or Glory. Dann gab es noch zwei Alben, die ich mir dazu geholt habe. Das erste, weil ich tatsächlich im Plattenladen die Musik gehört habe und gedacht habe, boah, wie geil ist das denn? Und das war Metallica. Und zwar die Injustice for All. Und auch da möchte ich mal ein bisschen Verteidigung betreiben. Viele sagen, dass es ein Scheißalbum ist. Also natürlich sind das so die Cliff Burton-Leute, die sagen, hey, die ersten Alben waren großartig. Und auf dem hört man ja auch überhaupt gar keinen Bass und so. Und es wäre doch irgendwie klinischer, aber meine Fresse, es ist ein fantastisches Album, meiner Meinung nach. Und gehört für mich in den Metallica-Grundkanon. Und ich bin auch jemand, der das schwarze Album auch geliebt hat. Aber das war halt auch genau meine Zeit, vielleicht liegt es daran. Also, ich habe es jedenfalls gehört. Ich weiß gar nicht, welcher Song. Ich glaube, Blackened lief denn oder so. Wollte ich sofort hin und was ist das? Ja, das sind Metallica. Und da mag man sich heutzutage vielleicht drüber amüsieren, ja, Metallica kennt man doch. Nee, damals eben nicht, sowas lief nicht im Radio. Wir waren so eine Arschlochfamilie, wir hatten auch damals dieses ganz neue Ding nicht, Viva und MTV. Wir hatten kein Kabel. Und ja, man konnte nicht mal irgendwie kurz googeln oder Spotify anschmeißen und dann wurde einem was vorgegeben. Spielt, man kannte das halt nicht. Also wenn so sehr Metallica heutzutage Mainstream sein mögen, so erfolgreich sie damals auch schon waren, ich rede jetzt hier von einer Zeit, dann müsste das schwarze Album entweder draußen gewesen sein oder schon in den Startlöchern stehen. Also ich war so um 15, 14, 15, als ich mir diese Alben gekauft habe. Also um die 90er. Deutschland gerade wieder vereinigt und so. Also es war eine Zeit, wo man sich Sachen so noch erarbeiten musste. Und Metallica kannte ich halt einfach nicht. Ich habe es im Laden gehört und gesagt, so, ich brauche sofort dieses Album, habe es mitgenommen. Mir war nicht bewusst, was das für eine Band ist, wie groß die ist und was mich da noch erwarten würde mit den anderen Alben, im Guten wie im Bösen später. Naja. Eine Band, die ich mir dann noch geholt habe, oder beziehungsweise, jetzt wird es ganz schlimm. Da merkt man, wie uninformiert man war. Wollte noch einen Sampler haben. Den habe ich mal in einem Katalog von Bertelsmann gesehen. Die gab es damals noch. Da hatte man Buchkataloge. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern irgendwie eine Buchclub waren zu der Zeit oder ob diese Kataloge, ne, Gütersloh, Bertelsmann, ob die irgendwie an Haushalte generell verteilt worden sind. Für mich waren die fantastisch. Da waren alle möglichen Bücher drinne. Filme und Schallplatten und so und CDs natürlich damals schon. Und diese Cover anzugucken alleine und sich vorzustellen, was dahinter wohl sich verstecken mag, das fand ich schon großartig. Bestellt habe ich dann nie was draus, aber egal. Ich habe es mir jedenfalls immer angeguckt und mir gesagt, irgendwann gehört mir das alles. Irgendwann habe ich eine Bibliothek und riesige Plattenregale und hast nicht gesehen. Es gab ganz wenig Metal in diesen Dingern. Und ein Cover war dann doch da und das war ein Sampler, dachte ich. Der hieß Kings of Metal oder ich hielt Kings of Metal beziehungsweise für die Unterschrift des Samplers und dachte, der Sampler heißt Manowar und dass darauf die besten Metal-Bands drauf sind, weil es ja Kings of Metal hieß. Im Laden habe ich dann gemerkt, dass das eine Band ist. Es ist wirklich furchtbar. Aber so war das damals. Es war unglaublich. Und ja, meine Kumpels hatten Manowar gar nicht empfohlen. Die hätten sich wahrscheinlich auch totgelacht. Ich glaube, sie haben es gehört, ich weiß es aber nicht. Ist schon alles ziemlich lange her. Und ich habe mir das dann halt wirklich nur wegen diesem Cover-Artwork geholt, weil ich das so krass geil fand. Was musste das für eine heftige Mucke sein? Und was soll man sagen?
Auch dieses Album hat mich so weggehauen. Also ich muss sagen, meine ersten 5 Einkäufe, lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen. Halloween, Life in the UK, gut, jetzt kein Album in dem Sinne. Death or Glory von Running Wild, Number of the Beast von Iron Maiden, Metallica and Justice for All. Viel besser kann man eigentlich nicht starten. Muss ich einfach mal sagen. Und Manowar, Kings of Metal, ist eins der grandiosesten Alben aller Zeiten. Hail and Kill wird für mich für immer ein Song bleiben, wo ich abgehe. Weil es einfach genial ist, was großartig ist. Bei aller Großkotzerei und hast nicht gesehen. Und das wusste man ja damals auch alles nicht. Hatte keine Interviews gelesen. Also, dass es Metal-Zeitschriften gibt, war mir gar nicht so bewusst. Das kam dann ganz schnell alles später. Aber das waren so meine Anfänge. Und ich muss sagen, also, ja, eigentlich bin ich allen Bands treu geblieben. Sie haben natürlich ziemlich viel Mist gebaut später. Aber im Großen und Ganzen, die alten Alben sind immer noch Göttergaben und man kann sie immer wieder und immer mehr hören. Es ist großartig. Ja, danach ging es dann doch ziemlich schnell bei mir. Ich war infiziert und ich glaube, viele von euch kennen das Phänomen. Danach brechen alle Dämme. Und es war Anfang der 90er, da hat man dann wirklich dieses Crossover-Ding ernst genommen. Also man war völlig frei davon, dass jetzt man nur Death Metal heute oder nur Thrash Metal oder sowas. Nee, Kreuz über den Garten. Und bei mir ging es dann direkt danach los mit Hardcore hören, mit Pantera, Creator, Paradise Lost, Tiamat und so weiter und so fort. Ich war infiziert und der Rest ist Geschichte. Ja, das war mein Ding, wie ich Metal kennengelernt habe. Ihr merkt, die Zeiten waren sehr, sehr anders. Ja, man hatte ja auch keine Mail-Order-Kataloge. Sowas wie EMP oder sowas, da wurde auf Konzerten oder sowas wurden so ein paar zusammengetackerte Schwarz-Weiß-Kopien verteilt. Das war aber auch schon alles. Das hat sich sehr, sehr viel getan und ich glaube, diese Art des Musik-Kennenlernens ist ausgestorben, leider. Aber wer weiß, also wie gesagt, YouTube sagt ja, dass die meisten Nutzer doch eher jünger sind als ich. Wie war das bei euch? Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie habt ihr diese Musik kennengelernt? War es die große Schwester, der große Bruder oder sogar die Eltern? Inzwischen gibt es ja sehr viele Eltern und Großeltern, sogar meine Fresse, wie die Zeit rennt, die ihre Enkel und Kinder selber anfüttern. Wobei man das ja früher eigentlich als Rebellion gehört hat. Menno, man wollte gegen die Eltern sein und nicht mit denen zum Konzert gehen. Welche Rolle spielen heutzutage Streaming-Dienste? Kann man dadurch eigentlich wirklich Musik so schön entdecken, wie als wenn man ein Album das erste Mal in der Hand hält, das Cover in der Hand hält, sich die Lyrics anguckt? Mich würde es interessieren, wie es bei euch so war. Schreibt mir das mal hin und vor allen Dingen dann auch, wie alt ihr seid. Also es gibt natürlich auch welche, die noch weit vor meiner Zeit da waren, die das natürlich auch noch mal ganz anders kennengelernt haben, auch noch ganz andere Mechaniken da zur Verfügung oder beziehungsweise noch nicht zur Verfügung hatten. Und würde mich interessieren und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder hier bei TV Jungsmusik. Mein Name ist Michael Göhre. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, was immer ihr auch macht und denkt immer dran, bleibt sauber, trinkt nicht zu wenig. Bis bald.